Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Spider-Man 2. Ich bin es am Simafix. Wir sind ja Blue Beetle Spider-Man oder irgendwie so. Auf jeden Fall, liebe Leute, haben wir hier nun eine sehr unschöne Aufgabe. Wir wollen natürlich Harry finden, der hier zu Venom wurde und die Stadt hier in Angst und Schrecken versetzt. Beim letzten Mal haben wir uns aber um eine Zeitzeuge gekümmert, nämlich die Purpurnacht sollte kommen und hier alles auslöschen. Glücklicherweise ist dann nicht gekommen, doch hier die Flamme hat es geschafft, einen Teil des Heilmittels, also vom Symbionten hier zu holen. Und wir haben nun eines seiner, seinen wahren Namen oder zumindest eines seiner anonymen Namen hier gefunden, nämlich Cassius Clay. Das war der andere Cassius. Cletus Cassidy. Und das ist natürlich niemand anders als Carnage. Also, die Spannung steht hoch, dass wir nochmal hier eine Begegnung mit der Flamme haben. Aber jetzt suchen wir erstmal weiter Harry. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch, M. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist gelogen. Jeder Tag ohne dich ist schlimmer als der letzte. Wenn ich Harry verlieren würde, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Norman leidet wirklich. Ich muss Harry finden und ihn retten. Ich habe länger nichts von MJ gehört. Ich sollte sie anrufen. Ich hasse es. Ich liebe es. Wirklich? Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Endlich! Spitzenstory. Alle reden darüber. Echtes Redakteurmaterial. Redakteur? Glückwunsch. Ihr erster Auftrag. Noch ein pikanter Artikel bis morgen früh. Drama, Kontroverse. So wie das hier. Wie das hier? An die Arbeit. MJ. Der Bugle hat mich nicht gefeuert. Ich glaube, ich wurde sogar befördert. Hey, das wolltest du doch, oder? Ja, das dachte ich. Dann ist das doch... Super. Hey, hör mal. Irgendwas stimmt mit Harry nicht. Was ist passiert? Naja... Warte, jemand ist an der Tür. Ist schwer zu erklären. Versprich mir nur, dass du dich von ihm fernhältst. MJ? Komm schon, MJ, geh ran! Hey, hier ist MJ. Verdammt! Du kannst mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn es wichtig ist, kannst du mir auch einfach schreiben. Bitte sei okay! Spider-Man, wie fühlen Sie sich? Besorgt? In Panik? Ich meinte physische Symptome. Schmerz, Müdigkeit. Ja! Moment! Symptome? Ich habe mir Forschungsnotizen aus vielen Jahren angesehen. Der Symbiont kreiert ein kollektives Bewusstsein. Das war das Schwarmbewusstsein. Wahr ist optimistisch. Es könnte noch in ihm sein. Was? Kein Grund zur Panik, aber vielleicht sollten Sie für ein paar Tests ins Labor kommen. Jetzt nicht, Doc! Hab größere Probleme! Bye! Halte durch, MJ! MJ! Wo ist... Harry? Pete? Siehst angespannt aus. Kaffee? Wir müssen reden. Du musst es leid sein, die Welt zu verbessern, jeden einzelnen Tag. Ich kann dir helfen. Du musst mich nur lassen. Das bist nicht du. Falsch. Das ist mein wahres Ich.
Ich habe endlich die Macht, unsere Vision zu verwirklichen. Gibst du mich auf? Harry, wir müssen dich aus diesem Ding kriegen. Nenn uns nicht Ding. Wir sind nicht Harry. Wir sind kommst du nicht! Zu spät! MJ. Es tut mir leid. MJ, sprich doch mit mir! Genug geredet! Das soll aufhören! Oh mein Gott! Was ein Monster hier Harry ist, Mann. Von dir, von allen. Anerkennung, wenn es um deinen Job geht. Es geht um mich. Nicht um meinen Job oder dieses Haus. Und vor allem nicht um dich. Um mich? Wie meinst du das, MJ? Misch dich nicht ein. Ich bin zu laut. Es ist schwer. Ich will ihr nicht wehtun. Der Typ ist ja so voll, Mann. Ich dachte, ehrlich gesagt, der killt's jetzt. Das war jetzt meine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist. Sieh doch, was du tust. Du hast es nicht unter Kontrolle. Ich hab es völlig unter Kontrolle. Pete, was passiert mit mir? Nicht auf diese Stimmen! Sie sagen nicht die Wahrheit! Ich hab sie auch gehört! Ich kenne das Gefühl! Immer nur um dich! Du verlierst jeden Job! Du kannst die Hypothek nicht bezahlen! Ich hab einen Job! Mit Harry! Wir packen das! Und wie lange? Wir liegen nur einen Job am Herzen! Spider-Man! Das ist nicht fair! Die Leute brauchen mich! Das weißt du! Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Sieh, was sie mit ihr ist! Ich bring das in Ordnung! Das mache ich immer! Wir machen das immer! Ich bin immer nur die Zweite! Ich lebe in deinem Schatten, wo meine Träume zu Staub sind! Das ist die Wahrheit! Was redest du da? Du machst einen Unterschied! Du bewirkst etwas! Weißt du noch dein Buch? Du wolltest den Menschen helfen! Niemand hat's gelesen! Vor allem egal! Das stimmt nicht! Wenn's einem geholfen hat,
Leute, es ist echt so grausig, Mann. Es ist echt so grausig, Mann, wie dieses Monster unsere Freunde hier, erst Harry und nun hier sie verwandelt. Zu etwas, was sie eigentlich nicht sein will. Und halt das Innerste, das Dunkle hier definitiv ausbricht. Aber sie ist stärker, Mann. Sie kann dagegen kämpfen, Mann. Das ist unser MJ. Mich mal. Ich bin raus. Watson! Du bist so cool. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich glaube, ich bin schon länger verloren. Nicht nur wegen der Symbionten. Seit Monaten will ich etwas sein, das ich nicht bin. Gut, dass du zurück bist. Sorry. Es lag nicht an dir. Und das vorhin war nicht ich. Pete, ich... Pete ist...
war eine Art Schwarmbewusstsein da drin. Ich habe dich gesehen. Und Harry, er war hinter diesem Stein her. Miles ist beim Rathaus und... Geh. Ich liebe dich. Schon gesehen? Das Rathaus ist schlimm. Bin dorthin unterwegs. Ja, sorry. Es lief etwas aus dem Ruder. Bin gleich da. Glaubst du, es ist Harry? Er muss es sein. Er war gerade in Queens. Hat MJ in einen dieser Symbionten verwandelt. Nur schlimmer. Was? Es geht dir gut. Sie hat sich befreit. Zum Glück schneller als ich. Connors glaubt, dass ich den Anzug zu lange anhatte. Und dass etwas in mir geblieben ist. Du hast recht, es ist wirklich alles ziemlich kompliziert. Ein Schritt nach dem anderen. Bis bald, Miles. Alles klar. Bis gleich. Ach ja, ich schulde noch jemandem einen Anruf. Peter? Hi, Miss Morales. Sind Sie gut nach Hause gekommen? Ich wollte nur sicher gehen. Keine Sorge, es geht uns gut. Und Peter, uns geht es auch gut. Aber geh nächstes Mal ran. Glauben Sie mir, ich werde mich bestens benehmen. Das solltest du auch. Jetzt hilf meinem Sohn. Liebe Leute, man, das Spiel wird einfach immer toppt es sich, man. Also wie gesagt, war ein richtig schöner, emotionaler Abschnitt. Gibt dir meiner guten MJ, die ich ja sehr, sehr gerne mag, auch hier wirklich einen sehr coolen Moment. Nochmal, und ich denke mir nur ganz herzhaft, wie kann seine Identität immer noch nicht aufgeflogen sein? So offensichtlich, wie er das eigentlich hier immer angeht. Dass er eigentlich nie seine Maske inzwischen aufhat. Aber okay, so machen das die Spider-Mans halt. Auf jeden Fall, Leute, die Stadt steht hier vor einer kompletten Eskalation. Das war auch so gut. Oh, ist mein Fuck! Das war so gut. Naja, es wäre sonst ja nicht J. Jonah Jameson. Monster aufgetaucht. Ich wiederhole, es sind Monster in der Stadt, die sich aus bisher unbekannten Gründen verbreiten. Es gab zahlreiche Meldungen vermisster Personen. Verschwundene Angehörige, geliebte Personen oder Freunde. Und wir glauben, dass wir diese Sache jetzt durchschauen. Diese Kreaturen entführen uns. Aber zu welchem schändlichen Zweck? Das wissen wir noch nicht. Aber es ist wichtiger denn je, dass wir aufeinander achten. Gehen Sie nicht allein raus, außer im Notfall. Sie könnten die Nächsten sein. Ich fürchte, das Schlimmste kommt erst noch. Was ist mit dem Lust? Der ist auf einmal so... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So verständnisvoll, ist sehr ungewohnt. Liebe Leute, wir machen jetzt an dieser Stelle einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und dann schauen wir mal, wie hier was am Rathaus ist. Klar, wir wissen im Endeffekt das Ziel. Das ist eigentlich ziemlich deutlich. Nämlich der Stein, in dem damals Venom auf die Erde gekommen ist. Nun gut, beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.